den Nährboden für seine Freunde ganz rechts im rechten Populismus-Spektrum zu bereiten. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die AfD für ihren russlandfreundlichen Kurs kritisiert. Bei seiner Rede im Bundestag warf er der Oppositionspartei vor, sich weiter in die Abhängigkeit von Putins Gas treiben lassen zu wollen. Putin habe das gemacht, wovor Experten und er selbst stets gewarnt hätten. Dass er den Gashahn zwar noch nicht komplett abgedreht hat, aber doch schrittweise reduziert, um die Preise in Deutschland hochzuhalten, den Druck auf die Bevölkerung zu erhöhen und dieses Land zu spalten, um den Nährboden für seine Freunde ganz rechts im rechten Populismus-Spektrum zu bereiten. Als Habeck seine Maßnahmen gegen die Gaskrise in Deutschland ausführte, gab es immer wieder Zwischenrufe aus der AfD-Fraktion. Davon hatte der Wirtschaftsminister irgendwann genug. Der Punkt ist, ja, das habe ich Ihren Kollegen im Ausschuss schon erklärt, aber man muss immer so viel reden und sie merken es trotzdem nicht und verstehen es trotzdem nicht. Es ist manchmal auch anstrengend.